Also, Plan war dieser komische Drache. Das sei. Oh, warte mal. Und Seelen ausgeben wäre vielleicht keine schlechte Idee. Du da. Aufsteigen. Ein Stufenaufstieg. Das ist jetzt irgendwie nicht so toll. Und ich weiß leider nicht mehr, was ich steigern wollte in den letzten Folgen. Was ist schon fast ein Monat her. Ich glaube, ich wollte sogar Vitalität steigern oder Kondition, weil ich Probleme hatte mit den Lebenspunkten. Ich steigere mal Vitalität. Das schadet nicht. So, raus. Dann gucke ich mal, ob ich noch Seelen habe, die ich öffnen kann. Also Batterien. Die waren nicht da. Die waren hier. Damit ich noch einen zweiten Stufenaufstieg bekomme. Ja, die sehen auch gut aus. Ja, das reicht schon. Böses Feuer, wegspringen. So. Aufsteigen. Dann nehme ich jetzt nochmal Stärke. Hm? 4 Punkte mehr bei der Waffe. Kondition, was würdest du machen? Ein Tick mehr Belastung. Oh, warte mal, Belastung, da war was, oder? Ich glaube, wenn wir alles in der Hand hatten, dann fehlt ein bisschen was. Ich teste mal. Raus, raus, raus. Genau, wenn ich hier jetzt noch den Bogen reinpacke. Bogen, 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 wo bist du? Langbogen. Kann immer noch nicht effektiv genutzt werden. Was soll denn das? Achso, 14 Beweglichkeit fehlen. Das wollte ich vielleicht steigern, ha? Weil die doofe Nachricht nicht immer wieder kommt. Entweder das oder 20 Beweglichkeit. Ja, nee. Dich packen wir jetzt mal dahin. So. Das wäre jetzt vollkommen ausgereizt. Haben wir jetzt eine Belastung? Nö. 102 sind wir. Also, ne? 51 mal 2 wären 100%, 50% Belastung. Wir sind bei 112 maximal. Also ist völlig okay. Wir können allerdings die Pyromantieflamme weglegen. Weil die ist doof. Weil wir sie noch nicht ordentlich aufgestuft haben. Und stattdessen 165. Warum ist wieder hochgesprungen? 130. Ja, dichter nehmen wir. Und sind jetzt trotzdem noch bei. Ja, also Belastung ist nicht das Problem. Es wäre jetzt ein Problem, wenn wir das Schlangenschwert benutzen würden oder irgendwas ähnliches, aber das ist okay. Ich steigere deswegen jetzt Beweglichkeit. Wow. Unsere Waffe macht 21 mehr Schaden dadurch. Ich habe zwar nicht den Bogen in der Hand, oder? Nee, Streitkolben. Der Streitkolben ist also auch. Der hat auch einen Modifikator gehabt für Beweglichkeit. Vorher gar nicht aufgefallen. Zeig mal her. Streitkolben. Nö, hat er nicht. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Okay. Wir haben jetzt unsere Seelen ausgegeben. Das ist das Wichtigste. Jetzt gehen wir zurück zu dem Abwasserrohr. Laufen da durch. Und kommen dadurch hoffentlich möglichst schnell zu dem Drachen. Und der Drache selber, den hatte ich ja im ersten Anlauf ziemlich weit vor mir hergeschoben. Weil ich dachte, der wäre so garstig und so, weil er uns halt beim ersten Anlauf so vermöbelt hatte. Aber der war nicht garstig. Der war absolut nicht garstig. Der war nach ein paar Schlägen tot. Weg mit euch. Sollte trotzdem vorsichtig sein, was Heilung angeht und so. Lauf, 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 lauf. Die Ratte dürfte uns nicht aggroen. Durch die Abkürzung hier. Ja, heil mal kurz. So, unser Lebenspunktebalken sieht richtig schön aus. Ich frage mich gerade, wie voll kann der werden? Kann er über den ganzen Bildschirm gehen später? Das wäre krass. So,
So, Stadt der Untoten. Nach unten. Den einen hier ignorieren wir mal. Lauf, 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 lauf. So. Hey, da hinten ist Loot. Meine Billigseele. Ja, gut. Okay, dann jetzt hier durch. Schlüssel zu den Tiefen benutzt. Und hier wurde es jetzt garstig. Einmal kommen die Feuertypen, die eigentlich nicht schlimm sind, aber für mich sind die irgendwie... Ich weiß nicht, ich kann mit denen nicht umgehen. Die machen mir immer viel zu viel Schaden. Das heißt, bei denen muss ich jetzt vorsichtig sein, weil im New Game Plus machen die wahrscheinlich noch viel, viel mehr Schaden. Das ist das eine, was hier garstig ist. Und dann die Verflucher. Also die... Geht kaputt. Diese Glubschaugen-Dinger. Weil hier im New Game Plus ist jetzt ja auch dieser Status-Effekt-Balken, der geht wesentlich schneller voll. Wahrscheinlich, weil unsere Resenzen einfach nicht hoch genug sind. Bin ich hier gerade auf den Kopf gesprungen? Also der Status-Effekt-Balken geht recht schnell voll und dementsprechend werden wir recht schnell versteinert, verflucht, wie auch immer. Das ist dann nicht so schön. Du komm mal her. Hau einmal gegen mein Schild. Genau. Dann bist du tot. Das machen wir jetzt bei allen von euch. Problem ist, die wollen jetzt gerade nicht einzeln kommen. Schild hoch, kaputt. Schild hoch, dreht, kaputt. Okay, alles gut. Man muss nur Geduld haben, das ist echt super wichtig in dem Spiel. Aber wenn man dann zum dritten oder vierten Mal durch dasselbe Gebiet läuft, weil man gestorben ist, dann geht die Geduld irgendwie flöten. Weiß auch nicht warum. Und hey, wer bist denn du? Ach, der Koch. Au. Oder die Köchin. Ich glaube, das war eine Sie. Hund lebt immer noch. Hallo. Oh, du machst richtig gut Schaden. Warte mal. Schild hoch. Oh, du hältst nicht viel aus. Das ist super. Okay, Schild hoch, Schild hoch. Können wir nicht backstabben? Ah, da war gerade eine gute Gelegenheit. Was? Au, hey! Hast du gerade mein Schild beiseite geschlagen? Oh, das kann gut sein, warte mal. Hau mal irgendwie. Genau, trink. Das sind jetzt alles Flaschen, die ich eigentlich für den Drachen haben wollte. Sie, was auch immer. Ich hatte gerade gewechselt, weil ich eigentlich heilen wollte und nicht die... Nee, egal. Zack. Wir haben jetzt noch 7 Flaschen für den Boss. Und ich muss mich davon abhalten, aus Reflex Y zu drücken, um mich zu heilen, sondern immer schön zu wechseln und den Heilzauber zu benutzen. So, hier in der Küche war eine Abkürzung. Zu dem Rattending. Na komm, du war Springhund. So, oh, Kiste. Warte mal, warst du eine richtige Kiste? Ja. Große Glut. Was? Zur Waffenveredelung erforderliche Glut. Ach so, das ist das Standard allererste Billigding. Jetzt sagt mir bitte nicht, dass ich alle Glutdinger auch neu zum Schmied bringen muss. Ja, doch, macht Sinn, ne? Ach du Kacke. Da haben wir ja gut was zu tun. Okay. So, also hier war die Abkürzung. Da war der Rattenkönig, der gar kein König ist. Ich glaube, da laufe ich einfach runter und brate ihm ein, zwei Schläge im zweihändigen Modus und dann war's das. Ich könnte ihn auch wegsnipern von hier oben, aber das ist peinlich. Das darf nur Talana. So, da hinten ist Loot. Komme ich da hin? Ja, hier. Hallo. So, du...
Spinnenschild. Ach stimmt, Giftresistenz, ne? Haben wir unten im Quickslot-Dingens irgendwas gegen Gift? Wir haben was gegen Blutung, das bringt nichts. Mindert Gift und Toxin. Das klingt doch gut. So. Hallo Rattending. Genau, Boss. Ja, das ist schon ein echt schlimmer Boss gewesen, dieser Rattenkönig. Kann man nicht anders sagen. Kanalkammerschlüssel. So, und was wollten wir machen, wenn wir einen Schlüssel finden? Wir wollten ihn uns durchlesen. Kanalkammerschlüssel. Da. In jeder Gesellschaft gibt es ein paar ebenso schwarze wie gierige Schafe. Würden sie bekehrt, wenn sie als Untote in die Tiefen verbannt werden? Verwenden sie den Schlüssel und finden es heraus. Also, Schlüssel zur Kanalkammer in den Tiefen. Das ist also der Schlüssel zum Boss oder ist es der Schlüssel zu diesem einen Händler, den wir später bei der Brücke wiederfinden? Und gleich mal gucken. Da ging es runter und weiter und Loot. Aber ich will erstmal schauen, was hier noch ist. Hier ist die andere Abkürzung. Und da geht's runter. Da sind wir auch einmal runtergerutscht. Ich glaube, das war sogar eine Abkürzung. Man landet nur mitten in diesen Glubschaugenviechern, was ein bisschen garstig ist. So, gib mir Leiche. Da fällt man runter. Komm her, doofe Ratte. Genau, weg, 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 weg. Da Schleim. Oh, hier sieht's gut aus. Was soll das? Den da habe ich vergessen. Trink. Ich glaube, der taucht doch nur einmal auf. So, weg, 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 weg. Heilen. So, Schild in die Hand. Au, au, hey. Ja. So nicht. Hast du gerade eine Ratte? Oh ne, das waren die Fässer. Geh weg. Ja, ist jetzt voll. Ich hätte einfach noch einmal draufschlagen müssen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen übervorsichtig und das kostet mich. Ich bin gleich tot. Lauf! Nicht mit dem Rücken zum Gegner. So. Heilen. Gut, der kann schon mal nicht durch die Wände durchschießen. Das hätte ich ihm nicht irgendwie zugetraut. Oh, das ist eine Nebelwand. Trotzschild, so viel Schaden. Du bist doch echt doof, bist du doch. So, weg mit dir. Heilen. Okay, wenn der Weg zum Boss jetzt doch schon so anstrengend ist, dann könnte der Boss doch ein Ticken stärker sein, als ich gedacht hätte. Hier waren wieder Ratten drin? Nee, okay. Also unten ist der Boss, keine Frage. Ich sammle den ganzen Loot hier mal ein, weil Menschlichkeit dabei sein könnte. Und dann gucke ich mir oben die Nebelwand an. Oh, Menschlichkeit. Jo, Menschlichkeit. Sehr gut. Du da. Ich kann mich nämlich gar nicht daran erinnern, dass hier noch eine Nebelwand war. Okay. Loot ist schon mal gut. Kommen wir jetzt raus? Normale Ratten, die weglaufen. Oh, ich glaube, die Nebelwand sieht man normalerweise, wenn man von oben kommt. Wir laufen gerade rückwärts wieder hoch. Was ein bisschen sinnfrei ist, aber na gut. Also hier ist der Weg zurück nach oben. Da wollen wir also nicht lang. Das heißt, hier lang, hier lang, hier lang, wieder zurück. Wieder durch die angebliche Nebelwand, die hier war. Und da lang.
Und von hier aus hätten wir den Priester dann auch viel besser überraschen können. Oh, warte mal. Wie kommen wir hier jetzt runter?